Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Rhythm. Ja, wir waren hier letztens mit dem Opi am Quatschen. Ja, und die Bauarbeiter nebenan gehen mir auf den Sack. So. Du arbeitest für den Don? Mein Junge, ich habe diesen Hof schon seit ich denken kann. Eines Tages kamen die Tempelruinen aus dem Boden. Und mit ihnen kam Don Esteban und eine ganze Menge Viehzeug. Ich habe mich arrangiert. Blieb mir auch nichts anderes übrig. Verstehst du? Okay. Woher stammt das ganze Gold, das der Don sammelt? Sie bergen es aus den alten Tempelruinen. Unglaubliche Schätze sollen dort zu finden sein. Kannst du mir beibringen, wie man Bier braut? Puh, das erfordert jahrelange Erfahrung. Und Grundkenntnisse in Alchemie. Die Grundkenntnisse kann ich dir beibringen. Das mit dem Bier dauert zu lange. Braukraut. Was ist das? Das Zeug, aus dem ich das Bier mache. Die meisten nennen es einfach Kraut. Es wächst gerne im Sumpf oder an Flussläufen. Aber wenn man die Augen aufhält, kann man es überall finden. Ich habe herausgefunden, wie man daraus Bier herstellen kann. Das verkaufe ich jetzt. Sogar so gut, dass ich kaum noch zum Krautsammeln komme. Ja. Taugt dein Bier was? Ha, was glaubst du, wie wild alle darauf sind? Fernab der Stadt gibt es keinen besseren Zeitvertreib für die Jungs. Was mich daran erinnert, dass die Köchin unten im Banditenlager noch auf eine Fuhre wartet. Ich muss bald runter und ihr die 10 Flaschen bringen, die ich ihr versprochen habe. Hm, kann ich doch machen. Kann dir helfen, das Bier abzuliefern. Würdest du das tun? Nun, da gibt es leider einen kleinen Haken. Ach was. Wieso bin ich nicht überrascht? Wegen dieses verfluchten Schutzgeldes kann ich das Bier nicht mehr umsonst abtreten. Ich muss Rachel 50 Gold dafür abnehmen, so leid es mir tut. Okay. Gib her das Zeug, ich erledige das. Sehr gut. Hier hast du mein Bier. Und vergiss nicht. Ich brauche 50 Goldmünzen dafür. Klar. Alles klar. Der Don verlangt Schutzgeld von dir? Nicht direkt. Vielmehr der Oberbefehlshaber seiner Kämpfer. Sein Name ist Broga. Ich zahle ihm monatlich 30 Goldmünzen. Dafür hat er mir Schutz für meinen Hof versprochen. Interessant. Ja. Kann ich dir beim Krautsammeln helfen? Das kannst du allerdings. Und ich bezahle gutes Gold. Für 10 Pflanzen gebe ich dir 70 Gold. Kleinere Lieferungen nehme ich nicht an. Cool. Machen wir. Was kannst du mir über die Grundlagen der Alchemie beibringen? Nö. Ich will kein Alchemist werden. Das ist zu riskant. Ach, scheiße. Taschendiebstahl können wir auch nicht machen. Der ist zu dick dafür. Okay, wir brauchen Kraut. Da wächst doch was. Kraut. Da ist noch mehr Kraut. Noch irgendwo Kraut. Augen aufhalten. Hier. Kraut hier. Kraut da. Hast du noch Kraut? Nö. Du bist kein Kraut. Du bist kein Kraut. Na. Erstmal ein Stück Fleisch essen hier. Und noch eins. So, Kollege. Na komm. Okay, er kommt. Kollege, lebst du noch? Ja. Komm. Hey, ich brauche mal deine Hilfe. Was hast du mit der Waffe vor? Ich will das Viech hier töten. Das Ding hält was aus. Okay. Was? Ich hatte ein Schild. Ich habe vergessen zu speichern. Kurz F8. Genau. Ja. Perfekt. Speichern. So.
Alles klar. Danke, Kollege. Gibt's hier noch was? Nö. Was ich mit der Waffe vorhab, fragt der Typ. Da hinten war noch was, habe ich gesehen. Wenn man da oben hingeht, da sind irgendwelche fiesen Dinger, die noch viel zu stark für mich sind. Panzerechsen, glaube ich, heißen die. Oder so. Panzerechsen, nee, nicht Echsen. Panzergrillen, glaube ich sogar. Da bin ich mir sicher, daran erinnere ich mich noch. Gut, was sagt mein Gold? 100 Gold. Kollege, habe ich jetzt eigentlich schon? Jetzt kann ich mal da hinten. Au, was geht hier vor? So, da hinten diese Moorleichen da, keine Ahnung wie die heißen. Moorviecher, Moorleichen. Ja, Viecher wohl kaum, aber Leichen. So, hier ist dann noch ein Kraut. Noch ein Kraut. Schön Kräuter. So. Wenn man hier gerade ausgeht, sind da irgendwie so Hops, das weiß ich auch noch. Ist hier was? Wow! Das Ding habe ich total übersehen. Ey, kannst du mir helfen? Zufällig? What the fuck? Okay, das sieht nicht gut aus. Kurz mal speichern. Ich hoffe, das überleben wir. Ich trinke mir mal einen Heiltrank. Na komm, du scheiß Kackviech. Ja, nicht getroffen. Das Ding kassiert jetzt aber richtig hier. Nein, nicht du. Nicht du, du Bauer. Ich will keinen Kampf gegen dich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Das war aus Versehen. Aber gut, wenn du willst. Tut mir leid, aber keine Ahnung. Tut mir leid. Du hast mich angegriffen. Ich wollte nichts. Steht er wieder auf? Also sein Leben heilt sich. Nichts zu holen. Steh doch auf. Nichts. Nein, unser Bierbrauer ist tot. Nein. Steh bitte auf. Kann ich jetzt in dein Haus? Achso, da war ich schon. Nicht schlagen. Wir können über alles reden. Ja. Ich wollte über alles reden. Ich hab Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Ich brauche immer wieder was von dem Zeug. Also wenn du noch mehr hast, den Preis kennst du ja. Geht klar. Aber trotzdem danke, dass du das Viech mit mir abgeschlachtet hast. So, gab's hier noch Kraut? Hier war ja nur dieser scheiß behinderte Kackwurm. Hier ist noch ein Kraut. Das ist so geil, dass der Wurm jetzt da so liegt. Hier mitten nur so auf dem Steg, ey. Boah, sieht der eklig aus, ey. Bäh. Ich habe immer noch nicht 10. Okay. Springen. Gut, gut. Okay. Dann geben wir mal das Bier ab für 50. Bei der guten alten Rachel. Rachel. Geben wir das Bier ab. Geben wir das Bier ab. Vorher noch die Hälfte schon leer getrunken. Hey Rachel, wir haben nur ein Bier für dich. Noch jemand, den ich füttern muss. Was willst du? Taschendiebstahl. Das ist zu riskant. Manu. Du bist hier die Köchin? Jetzt werd mal nicht frech. Dir wird doch jemand gesagt haben, wer ich bin. Ich bin Rachel, die Frau des Don. Ich kümmere mich um die Schweinebande hier draußen. Wenn du dich hier nicht benimmst, kommst du ins Loch, verstanden? Hier, nimm ein Stück Fleisch und dann geh wieder an die Arbeit.